Fast Food liegt im Trend. Auch im Schwabenland gibt es Maultaschen und Spätzle schon zum Mitnehmen. Lecker und deftig soll es sein. Auf Dauer geht uns das aber auf die Hüften. Das wollen einige Restaurantbetreiber in Stuttgart ändern. Sie bieten gesunde Wraps und Salate an, sogenanntes Fitnessfood. Diese Art des Fastfoods soll besonders gesund sein und beim Kaloriensparen helfen. Die Produkte werden außerdem damit beworben, dass sie keine Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe enthalten. Das Essen soll also so natürlich wie möglich sein. Doch kennen die Stuttgarter gesundes Fastfood überhaupt? Wie wird es angenommen? Und vor allem, würden sie dafür mehr Geld als für klassisches Fastfood bezahlen? Wir haben die Menschen auf der Straße gefragt, wofür sie ihr Geld lieber ausgeben würden. Gesund oder ungesund? Stuttgart wählt. Also tendenziell eher gesund. Ja, eigentlich schon. Würden Sie da auch mehr Geld dafür ausgeben? Ein bisschen mehr? Jetzt entscheidet ihr. Vielen Dank. Und angenommen, wir würden Ihnen jetzt Geld für ein Mittagessen geben, wo würden Sie das eher investieren? Ich habe eine Freundin, die ist Koreanerin und ich liebe ihren Sushi. Genau. Ah ja, gut, dann würde ich schon eher zu links tendieren. Wenn Sie jetzt morgen Mittagessen geben. Na, ganz ehrlich, der erste oder zweite Schädigung. Also das ist das Billigere, oder? Im Prinzip mich schon darauf achte, dass ich mich gesund ernähre. Würde ich sagen, dass ich daheim gesund esse, aber wenn ich weg bin, diese kleine Sünde, also dieses kleine Überschuss, ja genau. Und deswegen auch für die Seite. Okay, also. Ich will Ihnen jetzt zum Mittagessen Geld geben. Würden Sie ein bisschen was drauflegen, um so gesundes Essen leisten zu können, oder würden Sie es ins Ungesunde geben? Nein. Das Ungesunde. So, also. Da schmeiße ich es dann rein, wenn genau. Ich was Gesundes will. Ja. Eins ist sicher: Den Stuttgartern ist ihre Ernährung nicht egal. Und bereits heute greifen circa 2/3 auf gesundes Fastfood zurück.